Hallo liebe Taktikfreunde, Thema in diesem Video ist das Angriffsspiel mit zwei Spitzen aus einer, in dem Fall 4-4-2-Formation gegen einen Gegner, der ebenfalls in einem 4-4-2 spielt. Ich möchte mich in diesem Video erstmal auf das Spiel durch das Zentrum konzentrieren, das heißt, wir schneiden jetzt einfach mal dieses Feld hier aus. Wir haben jetzt unsere zwei defensiven Mittelfeldspieler und unsere zwei Stürmer gegen die zwei Innenverteidiger und die anderen zwei defensiven Mittelfeldspieler des Gegners hier in Gelb. Und müssen wir uns jetzt erstmal, bevor wir über das Angriffsspiel reden, vielleicht erstmal den Gedanken machen, was wollen wir als Trainer, wollen wir, dass der andere Sechser sich jetzt hier im Angriffsspiel als eine weitere Anspielposition im horizontalen Bereich anbietet, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, über ihn auch nochmal andere Kombinationen zu kriegen, oder sagen wir nein, wir möchten doch lieber, dass wenn unser eine Sechser hier im Ballbesitz ist, im Angriffsspiel, dass der sich hier absetzt, weil wir einfach sagen, wenn wir jetzt hier einen Ballverlust haben, haben wir hier nochmal die Möglichkeit, mit diesem Sechser vor der Abwehr nochmal den Angriff zu verteidigen. Wenn der Spieler jetzt aber hier steht in unserem Angriffsspiel und wir jetzt hier den Ball verlieren, haben wir natürlich keine Absicherung mehr vor der Abwehr. Ist immer eine Frage, wie man spielen möchte, was für ein Risiko in Anführungsstrichen wir halt auch eingehen wollen. Des Weiteren müsste man natürlich auch schauen, welche Außenverteidiger sollen mitgehen, sollen überhaupt welche mitgehen, wenn dann welche, Ball nahe, Ball ferne oder vielleicht auch beide. Alles nochmal Kriterien, die man sich vorher auf jeden Fall überlegen sollte und mit der Mannschaft halt absprechen sollte. Kommen wir zum Spiel. Durch das Zentrum mit zwei Spitzen ist es da auch nochmal die Frage, was für Spielercharaktere benutzen wir da vorne. Mit zwei Spitzen, denke ich, würde es jetzt nicht so viel Sinn machen zu sagen, wir nehmen jetzt zwei sehr robuste, große Stürmer, die halt relativ gut da sind, um die Kopfbälle zu gewinnen im Strafraum oder halt auch mal die Bälle, wie man im Fußball sagt, festzumachen da vorne. Vielleicht ist es eine gesunde Mischung, gar nicht mal so schlecht, dass man sagt, einer ist der etwas größere, robuste Spieler, der andere ist so dieser kleine Dynamische, der immer wieder so in diese Zwischenräume reinkommt. Was für Möglichkeiten haben wir? Natürlich im Angriffsspiel gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie man angreifen kann, wie man sich Torchancen herausspielen kann. Ich möchte einfach nur ein paar Gedanken mal teilen, ein paar Ideen mal aufzeigen. Wir haben jetzt hier den Sechser, der so ein bisschen defensiver steht vom Gegner. Wir wollen auch, dass unser Sechser in dem Fall jetzt einfach sich so ein bisschen weiter hier abstellt, weil ich einfach jetzt mich so ein bisschen mehr auf das Zusammenspiel der beiden Stürmer hier im Zentrum konzentrieren möchte, wo ich sage, was hier schon mal wichtig ist, dass unsere beiden Stürmer so selten wie möglich auf derselben Höhe stehen sollten. Das heißt, hier wäre es schon mal sinnvoll, wenn zum Beispiel in dem Sinne der Ball ferne Stürmer jetzt hier in diesen Raum reinkommt, sich hier anbietet, in diesen Zwischenraum zwischen Abwehr und Mittelfeld. Da macht es Sinn, dass der andere Stürmer auf jeden Fall hoch bleibt, um einfach auch nochmal diese beiden Innenverteidiger hier oben zu binden, weil ich denke, dass der Innenverteidiger, wenn der jetzt hier mitkommt, haben wir hier hinten 1 gegen 1. Denke nicht, dass das so häufig passieren wird, aber auch da, je nachdem, nach der Qualität der Innenverteidiger natürlich, gehen wir mal davon aus, dass der gegnerische, die Nummer 5 hier jetzt nicht mitkommt, wir spielen ihn hier an, haben wir die Möglichkeit, als Stürmer hier aufzudrehen und hier schon mal auf die Kette aufzulaufen im Angriffsspiel, was natürlich dann auch schon wieder ein Riesenvorteil für uns ist. Hier kann man dann natürlich schon wieder Pässe in diese Schnittstellen reinspielen, vielleicht da rein, der kommt da durch, oder wir spielen ihn hier rein, oder der löst sich vom Gegner so, macht hier so ein bisschen breit und dann kommt der Pass hier rein und wir laufen so rein. Da gibt es natürlich auch wieder viele Möglichkeiten, aber einfach der Gedanke erstmal zu sagen, der Stürmer lässt sich fallen, der andere bleibt oben. Kommt es dazu, dass der Innenverteidiger mitgeht hier vorne beim Pass, dann haben wir hier natürlich nochmal Raum geschaffen, wie erwähnt. Hier Raum geschaffen können wir vielleicht schon mit einem Kontakt, wenn wir jetzt so entgegenkommen, vielleicht sogar mit einem Außenriss den Ball hier nur reinschippen, so ein bisschen, zack, hat unser Stürmer schon die Möglichkeit, hier wieder aufs Tor raufzulaufen. Also ist es für beide Varianten immer wieder schwer zu verteidigen. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass der Ball nahe Stürmer kommt, das ist in dem Fall die Nummer 11 hier, dass der jetzt hier, sage ich jetzt mal, hier sich so anbietet, um einfach den anderen Innenverteidiger hier mitzuziehen. Dann haben wir hier wieder Raum geschaffen und können dann hier mit einem Chipball oder vielleicht auch je nach Situation mit einem scharfen, flachen Pass hier reinspielen und der Stürmer löst sich hier in diesen Raum rein, achtet natürlich immer wieder auf Abseits, kommt hier rein und kann dann da auch zum Torerfolg kommen. Auch hier nochmal den Ball nahen Stürmer, wenn der entgegenkommt, ist eine, finde ich, eine sehr gute Variante zu sagen, wie wir schnellstmöglich auch Überzahl schaffen können, dass wenn er entgegenkommt, was hier so einen steilen Klatsch haben, er spielt den an, löst sich sofort vom Gegner, lässt den Ball hier reinklatschen, der Stürmer, und dann haben wir hier eine Art 3 gegen 2 Situation schon geschaffen. Wenn wir jetzt mal den Sechser so ein bisschen hier außen vornehmen, es geht natürlich alles relativ schnell, der läuft hier auf die Kette durch, der kann sich hier wieder wenden, kann hier in diesen Raum reinkommen, vielleicht kann der jetzt hier schon direkt reinspielen, vielleicht ist es aber auch der Raum zu, dann kann er da nach außen reinspielen, verschiedenste Möglichkeiten wieder, je nach Auftaktbewegung oder
Aktion von unseren Stürmern hier, haben wir aber hier dann nochmal ein 3 gegen 2 geschaffen. Also da natürlich einfach muss man dieses Stürmerpaar immer wieder in diese Situation reinbringen, vor allem im Training, dass man da so ein bisschen harmoniert. Einer steht oben, der andere kommt, dynamisches Lösen, Kurzpassspiel halt auch wie in dieser Situation, so eben mit dem Sechser und dem Stürmer, viele verschiedene Möglichkeiten, die wir natürlich dann hier in diesem Spiel mit Doppelspitze haben, wo wir dann auch gegen zwei Innenverteidiger in dem Sinne immer wieder gleich zu haben. Und wir wissen ja, als Angreifer sind wir immer so ein bisschen im Vorteil, weil wir ja in dem Sinne wissen, wo wir hinwollen. Das weiß der Verteidiger nicht, der muss dann antizipieren. Und dann ist es natürlich mal eine Frage von Qualität, wie gut sind die Innenverteidiger, wie schnell können sie das halt auch alles erkennen.